Hallo, ich sitze, wie man sieht, in der Küche. Ich muss leider mit künstlicher Beleuchtung arbeiten, weil es schon dunkel. Was übrigens an sich auch gar nicht so wild wäre, nur für Brillen ist echt blöd, was sich da alles spiegelt. Egal, ich esse was und weil Küche ist gleich warm. Und zwar, ich habe mir ganz faszinierende Sachen zugelegt, nämlich einen Burger mal wieder. Und zwar dieses Ding hier. Ein Abilene Western Burger mit Frikadelle aus Schweinefleisch mit Schinkenwürfeln, mit Schmelzkäsezubereitung und Barbecue-Soße im Sesambrötchen. Mal gucken, habe ich gekauft, gibt es gerade im Penny, kostet ganz flotte, sieht doch super aus, oder? Ganz flotte 1,30, glaube ich. Der Serviervorschlag ist natürlich wie üblich, fieser Betrug. Barbecue-Soße auch noch, mehr habe ich erwähnt, glaube ich. 150 Gramm, 256 Kalorien pro 100 Gramm, also ungefähr 370 insgesamt, ein bisschen mehr, 380. Dann wollen wir doch mal, kann ich ja noch ein bisschen drüber reden. Allerdings, hier steht ganz toll, man sieht es vielleicht, 600 Watt, 70 Sekunden, es geht verdammt schnell. Also es ist nicht gefroren, es ist aus dem Kühlschrank. Haltezeit ungefähr, naja, 2 Wochen, 2 bis 3 Wochen. Dann wollen wir mal. So, Zubereitung, ausgepackt, erwärmen, ein Burger in Mikrowelle. Dann packen wir nochmal aus. Hier habe ich einen Teller. Geht das ohne Messer? Ja. Stilvoll. So, hier ist er ausgepackt. Dann schauen wir uns diesen Burger doch mal an. Dieser Burger besteht aus einer Semmel. Ich sehe hier Semmel, Fleisch. Na gut, das Licht spiegelt. Hier ist das tolle Fleisch. Und wenn man oben abnimmt, versucht, so. Dann sieht man einen Käse, Käse, und unter dem Käse sehe ich, oh, das soll die Soße sein, oder? Sieht aus wie ein Stück Wurst, ist aber, glaube ich, die Barbecue-Soße, wo jetzt hier die Schinkenwürfel sein sollen. Ich sehe sie nicht ins Fleisch eingepresst. Ah, ich glaube, im Fleisch eingepresst sind Schinkenwürfel drin. Und ja. Also Schweinefleisch, so, dann wollen wir mal. Also die Zubereitung, so tun wir das. So, na, kann ich ja frisch arrangieren. So, jetzt habe ich den mittig gelegt. Die Soße auch ein bisschen. Das ist tatsächlich Soße. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht so realisiert. Ich habe gedacht, was ist das für eine komische Wurst, die hier drauf ist. So, da wollen wir mal. 600 Watt, 70 Sekunden. Ich habe hier natürlich wie üblich mehr wie 600 Watt. Deswegen mache ich trotzdem 70 Sekunden. Dann wird er halt wieder ein bisschen zu warm. Aber zu warm macht ja nichts. Weil dann kann ich, während ich die Milch mache, natürlich abkühlen lassen. Kann es vielleicht in die Hand nehmen, braucht keinen Besteck dafür. Mal gucken. So, also 70 Sekunden ist es. Machen wir 80. Ne? Machen wir 80 Sekunden. So, dann wollen wir nochmal. Milch. Ups. Und habe ich Milch auch drin genug? Ja, wie immer, zu wenig Milch oder wie so oft. Dann kann er länger abkühlen wie gedacht. So, Milch ist auf dem Weg. Ups. Milch mit natürlich, wie es gehört, Milchpulver. Das nehme ich dann. Oh, manchmal Erdbeer, passt zur Jahreszeit noch. Ja, es sind immer noch. Das wird ein relativ kurzes Video, weil die Zubereitung so unfassbar schnell geht. Fast Food, ne? Gut, jetzt wird es gleich piepen, dann lassen wir es piepen. Hier, Milch, sehr schön. Also 46,5% Frikadelle mit 74% Schweinefleisch, zum Teil fein zerkleinert, Paniermehl, 6% Schinkenwürfel, okay. Haufen Chemie, Wasser, Zwiebeln, Weizen, Senf, Weizen, Käse, Buttermilch,
und Zeug. Barbecue-Soße, besteht aus Wasser, Tomatenmark, Zucker, Speise, Gelatine. Gelatine, stimmt wohl. Zwiebeln, Salz, Gemüse und Zeug. Oh, Essig. Na gut, wollen wir mal. Das kommt von der Abelen GmbH, wie gesagt, in Tönis. Wurst. Da gibt es verschiedene Varianten. Das könnt ihr euch fast vorstellen, was da noch passieren kann. Also es ist das zweite Video, dann ist auch egal. So, dann holen wir mal den Burger. Oh. So, wie man sehen kann, ich habe hier einen Burger. Hier sieht man, die Soße ist rausgesifft. Wo ist das, der Käse? Beides, scheinbar. Na ja, gut. Au! Der Boden ist natürlich wieder heiß. Heiß, heiß, heiß. Probieren wir mal hier die Ablage. Schmelzkäse, ja. Kann man so sehen. Also der Käse ist, bleibt aber einigermaßen in Form. Oh, hier ist ein bisschen Soße, glaube ich. Ich hätte jetzt die Soße natürlich separat warm machen können und probieren, aber wollen wir ja nicht. So, schauen wir mal. Öffnen ist ein bisschen schwierig, klebt. Wow. So, so schaut die Soße aus hier. Da sieht man immer viel Käse. Den Käse hat es irgendwie total neutralisiert. Am Rande noch ein bisschen. Jedenfalls das und die Semmel ist heiß. Eieiei. Also, ups, das habe ich hier. Also der war übrigens, wie gesagt, so hätte ihr Burger aussehen können, heißt so schön. Der war auseinandernehmbar genug, dass man wirklich hier diese Tomaten und Zwiebeln und Salatscheiben hätte reinbringen können, vor dem Erwärmen natürlich, nach dem Erwärmen. Schwierig. So, dann gucken wir mal, schön langsam, wird auch nicht anlangbar. Schön langsam, sagt er. Also, der übliche Trick ist umdrehen, weil der Deckel ist nicht so heiß. Trennen vom Teller, das reicht auch schon. Gute Idee eigentlich. So, dann wollen wir mal. Was macht er? Der hat versucht, ein cooles Thumbnail-Bild zu machen, aber die Brillenspiegelungen sind leider echt scheiße. Ich habe das Gefühl, ich habe noch keine Soße erwischt. Jetzt aber hier. Ja, und vorne rausgeflitscht. Naja, mal. Okay. Also die Barbecue-Soße schmeckt schon durchaus ein bisschen nach Barbecue. Das Fleisch schmeckt angemessen warm ist er. Das Fleisch schmeckt tatsächlich relativ wenig gummig. Die Semmel hält sich auch relativ gut, ohne dass sie gleich hart wird, wenn sie ein bisschen abkühlt. Erstaunlich. Merkt man schon einen Unterschied zu gefroren. Also das Fleisch ist eher unspektakulär, aber genießbar. Und die Soße, ich weiß nicht, eigentlich schon relativ viel drauf. Aber sie wirkt relativ weniger und der Käse, den bemerkt man kaum. Upp, und schon wieder rausgequetscht. Also schon komisch. Wenn es so ist, merkt man sie schon mehr. Also, ich finde, der ist echt gar nicht mal so verkehrt. Also, ist natürlich wie so oft. Kein Genussburger, aber so zum Magenfüllen funktioniert er, ohne dass er abstoßend ist. Also, den habe ich schon
andere Sachen erlebt. Und mein kleiner Happen, halt 150 Gramm ist es nicht so viel. Alles mit der Soße finde ich ein bisschen kurios, dass die so sehr wenig auffällt. Merke fürs nächste Video wieder irgendwie mit der Beleuchtung. Ich habe doch schon Videos mit Beleuchtung aufgenommen, wo es mich nicht so gespiegelt hat. Natürlich mal reichlich in die Kamera schauen. Finde ich aber auch blöd. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Hoppla. Also, was soll ich sagen? Der Western Burger. Western Burger von Abedin. Ist genießbar. Also, die kann man einmal essen, muss man nicht, Probe überstanden. Müssen sicher nicht, kann man aber. Keine Ahnung, ob es den regulär öfters gibt. Ich habe ihn jetzt halt im Angebot mitgenommen. Und kann sagen, ja, ein Burger mehr auf meine Burgerliste abgehakt. War okay. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Achso, die Milch habe ich jetzt hier. Ich habe übrigens tatsächlich hier, diese Milch war nicht gestellt, die ist echt, die kann man trinken. Aber alles auf einmal, nein. Schütten muss jetzt auch nicht, deswegen sage ich jetzt trotzdem. Tschüss.